Tag 1 nach Bundesliga, nicht viel los in Zutzenhausen. Der Schwerpunkt liegt auf Regeneration. Einige wenige drehen ihre Runden und er fährt sie und sorgt für die nötige Ordnung. Heinz Seifert, Hoffe-Legende, Rekordtorschütze, Betreuer und Zeugwart. Manch einer sagt, der wichtigste Mann im Club. Für ihn gilt, nach dem Spieltag ist kein Ruhetag. Es fängt bei den Eckfahren an, Equipment nach und vorbereiten für die anstehende Trainingswoche. Ganz wichtig natürlich das Handwerks- oder anders das Fußwerkzeug der Profis. Ausräumen, einsortieren, die Schuhe, die mit im Stadion waren, mehr als zwei pro Nase. Im Durchschnitt sind es zwei Paar. Zwei Paar, okay. Leider sind ein paar, hauptsächlich die Junge, die nehmen dann gleich drei Paar, obwohl das erst viele sind. Naja, Heinz räumt trotzdem fleißig aus und ein, soll ja alles seine Ordnung haben in dem Raum mit dem ganz speziellen Aroma. Er hat normal, hat jeder eine Nummer drauf. Zeig mal. Moment, muss jetzt gerade mal hier beispielsweise 20, Kim seine. Und sind aber viele, so wie jetzt der Big, wo sei. Name drauf hat. Ja. Ne? Sind im größten Teil sind jetzt liberal, wo sie die Namen Schwegler und. Das hilft doch schon mal bei der meist sonntäglichen Arbeit. Das ist so wie jetzt Kai Hettling, hat noch keinen Namen. Braucht er keine mehr in seinem Alter. Tja, der eine braucht ihn nicht mehr, der andere noch nicht. Und vielleicht spielt da das Alter auch eine kleine Rolle. Noch wird das Schuhwerk selbst eingeräumt. Ja, das möchte jetzt bloß so, weil du da bist. Achso. Hey, den Ziegel mal, den jungen Mann. Gleich nebenan das nächste elementare Utensil, um das ich mit Nach- oder besser mit Luftdruck gekümmert werden will. Es war ganz minimal, ja, wo sie die Luft verlieren, aber es ist. Pro Tag muss man immer kontrollieren. Und das ist ein Bar. Insgesamt haben wir 40 Bälle und die brauchen wir dann jeden Training. Außer heute Ersatztraining. So muss sein. Ja. Aufs Bar kommt es an. Heinz weiß das, er kennt die empfindlichen Fußballerfüße. So manche, es kommt vor, so wie heute, wo wir gewonnen haben, halte sie in den Mund und verloren. Und sie sind auch mit der Stimmung nicht so hoch. Dann mutzen sie um, wenn ein bisschen zu hart ist. Oder eine Etage tiefer. Hier fängt die Arbeit eigentlich an, noch am Abend, direkt nach den Spielen, wenn die Profis schon fast in den Betten liegen. Dann so wie jetzt am nächsten Samstag, wenn wir vom Bus kommen. Und dann lade ich vorne aus, komme hierher und mache dann die erste drei Maschine. Okay. Mache ich für die Wäschefrau. Eine Hand wäscht die andere oder eben das Trikot. Eine innige Beziehung. Erfahrung ist Heinz zweiter Vorname. Freundlicher, immer ein bisschen helfen. Will dem ja, auch wichtig, ne? Ja, weil sie so sehr wichtig, sehr ja? Wichtig. Ja, ja. Weil sie so lieb sind. Aber bloß zu mir, daheim nicht. Genau. Woher weißt du das? Halt? Ja, ich bin. Aber wir treffen uns auch ab und zu privat. Natürlich. Erst wenn alle Schuhe und Schlappen einsortiert, alle Bälle aufgepumpt und für die nächste Trainingswoche alles vorbereitet ist, macht auch Heinz Seifert dann mal Feierabend. Erst dann.